Und ich dachte immer, viel trinken ist gesund. Nee. Muss ich ganz pinkeln. Uah. Jeden Tag. So. Wo waren wir stehen geblieben? Wir. So, ich finde das irgendwie nicht gut, dass du dich ja abgespaltet hast von allen. Von einem etlichen Befriedigungen. Was auch immer. Ich versuchte tiefgründig zu klingen, hat nicht so funktioniert. Natürlich kommt wieder keiner daran, ne? Außer du wieder. Ich will aber nicht so viele Kills mit ihr abstauben, ey. So. Oh Gott. Natürlich wieder niemand hier ran. Warum kommt da niemand ran? Der mit der Einrang, ne? Ja. Ich finde nicht gut, dass sie nicht so gut treffen kann hier. Also Mama, ein bisschen Brainstorming, ja. Ich glaube, ich muss dich mit sie erlegen, falls ich das überhaupt hinkriege. Ah Gott. Oh Gott. So, machen wir den hier. Ja. Irgendwie zu viele Kills hier mit Chloe. Ich will auch mit anderen Leuten ja noch Kills kriegen. Boah. Ah, da muss ich mit beiden aber treffen jetzt hier. Ist klar. Ja. Wirklich mal ein bisschen näher, weil du hast noch deinen Stab aktiv. Ich besser sehen kann. Ah, fast. Bezweifle hat die, dass die beiden Banditen da noch die ganze Zeit am Chillen sind. Und einfach warten, bis ich hier irgendwie alles vernichtet habe, ne? So. Kann eigentlich auch schon mal hier hingehen, ne? Dann pack ich Alfred da unten hin. Hier rein. Okay, da sind noch einige fliegende Einheiten. Aber wo sind eigentlich die Bosse? Wir haben die Augen verloren. Hier noch, ne? Lass mich die mal markieren. Da ist einer mit Elfenwind. Hier sind noch eine Menge Gegner. Ich heilen, weil das einzige, den ich heilen kann. Level 18. Dann sagen wir sicher, kommen wir näher. Von was ich mal annehme, ist das Maximum Level hier. Level 20, ne? So. Muss die höher gelevelten Charaktere mal ein bisschen öfter heilen. Und dann verharren wir jetzt hier ein bisschen, nehme ich an, ne?
kann auch hier hingehen, ne? Warum kann ich das nicht anmachen? Hier ist eine Fackel. Weil ich nicht sehe oder was? Hier ist eine Fackel. Ich kann sie nicht anmachen aus irgendeinem Grund. Aber ich nehme an, von oben kommt keiner mehr, ne? Ich gehe mal da weg. Okay, wo seid ihr? Da sind sie alle. Sie wird ja locker Level 20 erreichen. Nur so nebenbei. Aber es hat mir gefehlt eigentlich, dass wir hier alle so schön verschanzt waren. Jetzt wollen wir hier zurückgehen. War relativ sicher, fand ich. Ich kratze meinen letzten Heilstab an. Ich habe, glaube ich, nicht so viel Geld, um mir viele holen zu können. Also einige Schwierigkeiten, ja. Dann wir gehen echt in einen Stäbe aus, wenn es so weitergeht. Dich mit der Stahlaxt. Ich muss mal Level 12, Mann. Ah, kann ich nicht. Ah, 17, du machst 26, du machst 19, nachsehen, der haut den sogar nicht kaputt. Sehr gut. Und dann bist du mal da in der Nähe direkt. Vielleicht nicht so sehr in der Nähe. Natürlich den Kill wegnimmst. Und dann chillen wir hier. Oh, jetzt mal die Schwert nicht aus. Kriegt nicht. Okay. Schon Level 15. Ich brauche andere mit höheren Level, ja. Ah, jetzt kommen sie natürlich, ist klar. Ah. Und ein Schwertmeister. War ja so von klar, dass ich hier nicht Zeit habe irgendwie. Ich bin mir ziemlich sicher, da sind eine Menge üble Gegner oben. Wo den ja? Oder meine Schützen außer Reichweite. Cool. Immer so kurz vom Level ab. Alle immer so kurz vom Level ab. Jetzt macht alle fertig, leider.
So, wie soll ich jetzt mit schön da reingehen und die alle fertig machen? Also die. Hm. Oh cool. Machen wir den hier dann. Du kannst sogar Konter mit dem Wurf bei. Ah, daneben. Sehr cool. Und da ist ein Schwertkämpfer, perfekt. Problem ist. Nee, wird schon gut gehen, glaube ich. Diese Worte sollte man nie sagen, während man Fire Emblem spielt. Ja, sollte schon gut gehen. Okay. Oh wow. Alter, sie wird langsam richtig stark, ey. Muss ich mal kurz meine beiden Lanzenkämpfer in der Nähe des Schwertkämpfers da platzieren. Sehr cool. Ich würde eigentlich mit Alfred gerne den Kill absagen, aber... machen dann. Muss ich aber Schaden nehmen. Aua. Jetzt gehst du da rein. Na, was soll ich dann gegen die beiden Clowns machen? Die sind schon relativ nah, ja. Ich mein Level abgegeben. So, die sind noch. Die sind hier, glaube ich, ne? Tut er, ne? Das auch so ein dickes. Ja, wir sollten alle nach oben hingehen, würde ich sagen. Warte mal, was? Okay. Dann gehst du auf sie los. Ich meine, du kannst auf sie losgehen, aber es wäre ganz schön wenig Schaden, den du reindrücken würdest. Abwehrhaltung, Schriftrolle. Also mache ich jetzt den, ja. Boom. Na, da ist natürlich noch einer. Oh nein. Ah, deswegen hasse ich Kapitel, wo man nichts sieht. Stahl groß ab. Macht sogar nur Schaden. Autsch. Das Wagen. Ah, da sind die beiden. Sie genug Schaden gemacht, 18. Ja, ne? Oh ja. Muss wahrscheinlich gleich ein Proaktiv einsetzen. Also kurz vom Level Up schon wieder. Mach den fertig. Ich habe so ein Gefühl, ich werde nicht darum rumkommen, einige Zufallskämpfe zu machen auf der Weltkarte. Oh mein Gott. Ja, sie hat endlich Figur plus 1. Oh, das heißt, sie wird jetzt nicht mehr runtergedrückt von ihrem Bogen, von ihrem Eisenbogen. Oh Gott, ihr seid alle schrecklich platziert. Ne? So, ich muss hier runter, weil ich weiß nicht, da wieder neue Gegner sind oder so.
auf jeden Fall Fälle hochheilen. So, und du machst ihn natürlich fertig mit Einschlag. Da dürfte es eigentlich niemand erledigen können. Du hast eine Eisenklinge, das heißt, wenn du ihn als erstes angreifst, dann greift er als erstes an, ne? Ah, verdammt. Das ist Etty natürlich wieder in Reichweite. Und hier. Hätte eigentlich mit ihr ja machen sollen. Was mache ich hier eigentlich? Okay. 80% daneben gehauen, das gibt es ja wirklich. Hey. Sehr schöne Musik in diesem Spiel. Eigentlich auch nicht mehr so. Das eine Fett da hoch anzumachen. Ja, jetzt soll's, ne? Ach, ich muss dich erledigen, ne? Na komm. Ich helfe. So. Okay. Ah, oh Gott. Kommst du auf einmal her? Aha. Die einzigen, die neu am Leben sind, wer ist da gerade reingelaufen? Ich habe da nicht gesehen. So. Okay, ich muss hier abzischen mit meinen Charakteren. Ziemlich gut, wenn wir Sigurd jetzt hätten, ne? Können wir voll von dem wegrennen. Zu viel wächst, kann es den Körper belasten. Gut zu wissen. Okay. Das Kampflevel sie soll angeblich Level 14 sein. Ich glaube, den kann jetzt das Wort. Ey. So, wir gucken mal hier noch, was hier noch alles ist, ne? Nicht schaden, würde ich sagen. So, dann habe ich so weiß ja nicht, was der noch alles rumkeucht, ne? Die Dinger ja alle kaputt. Mein Gott, sind ihre Stiefel am Glänzen. Gar nicht gemerkt. Na, du gehst mal weg. Alle, die jetzt relativ wenig Bewegung haben, müssen jetzt hier weg. So. Ich weiß nicht, ob mir jetzt der Schaden wird oder nicht, aber ich gehe einfach mal hier weg. Nein. Okay, aber alles kaputt, man, ja.
So, die sind jetzt alle da. Ist das schon der Boss? Nee. Wir müssen jetzt noch ein bisschen wegrennen, habe ich so ein Gefühl. Ja, ich glaube, das sind die einzigen, die noch übrig sind, ne? Ja, wieder ein Schritt zu weit entfernt. Warum habe ich sie ins Spiel dahin bewegt? Okay, irgendjemanden fehlen ja noch AP. Der. Warte. Fram. Einfach so. Okay, einfach so. Erfahrungspunkte und Sicht. Es hat nicht so viel gebracht. Einzige, was ich ja noch will, ist hier den Magier zu erledigen, ne? Der hat noch einen Elfenwind, das er hinterlässt. Da will ich haben, weil er wurde so platziert, dass ich hier schon wieder nicht dahin komme, ne? Rechtzeitig. Okay. Weiß nicht, ob wir noch Gegner sind irgendwo. War einfach alles kaputt. Na, komm her, du. Natürlich machst du genau einen mehr Schaden, als ich aushalten kann. Ich glaube das einfach nicht. So, ich sehe nicht eine Magier. Würde ich mal hier hin. Wer? Du? Und das ist der Magier. Den muss ich erledigen, bevor ich die beiden Bosse erledige. Ach, mein Gott, ey, dieser Blöde. Aber dagegen kann man was machen. Jetzt ist sie dann in Reichweite. Okay. Oh, warte. Gehen wir da was hin, ne? Ich gehe einfach ja noch scouten, ne? Auf jeden Fall hat hier irgendwo noch ist. Das Spiel hat irgendwie so kunstgemein irgendwie was von mir versteckt. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Okay, das Maximum Resistenz, das Barbaren haben können, ist anscheinend 15, weil das ist eine grüne Nummer. Das ist meistens ein maximierter Wert. So, warte mal, du kannst eigentlich niemanden angreifen. Weil. Weil jeder erst als erstes angreift. Ne? Das heißt, egal wen du jetzt angreifst, die werden dich eher erledigen, weil du nur noch einer AP hast. Oder drei. Das heißt. Ja, jetzt wenn du auf meine Heiler jetzt losgehst, die mach ich platt. Ja, viel Glück. Hallöchen, na? Boom. Genauso habe ich mir halt gelacht. So, ist echt niemand mehr übrig noch? Ich gucke das sowieso wieder online nach wegen Gegenstände und so, ne,
Von daher ist das ja eigentlich egal. So, jetzt kommt ihr alle. So, wer ist denn hier gefährlicher? Du hast eine Kriegerachs. Das heißt, du kannst zweimal angreifen. Das gefällt mir nicht. Und du hast einen Tomahawk. Ich würde mich lieber mit dem Ding messen. Das heißt, der Typ mit der Kriegerachs muss dran glauben. Nur wie mache ich das, ne? Na, ihn will ich ja, ne? Ich glaube, ich rechne mit der Kriegerachs hier. Ich könnte natürlich auch den hier machen, ne? Erstmal. Ich muss ja ein bisschen freestylen, habe ich so ein Gefühl. Oh, und ich sehe gerade, die haben ja zwei Lebensbalken. Hey, einen Moment, wie soll ich denn das dann schaffen? Entschuldige, wie? Ich glaube nicht, dass das hier gut ausgehen wird. Ein Moment, ich habe vergessen, die haben beide. Ja, vergessen, die haben alle zwei Lebensbalken. Ein Moment, wie soll ich denn das jetzt da machen? Die geben den einfach eine Kriegerachse. Der bedeutet, der kann zweimal angreifen, wenn er einen Angriff einleitet. Und zwar bevor ich angreifen kann. So läuft das normalerweise. Null Schaden. Hier, was habe ich eigentlich dieses Wodau hier für dich hier hochgeballert? Oh mein Gott, guck ich meinen Schaden an, den ich hier noch mache. Und der fegt uns natürlich mit einem Schlag. Ey, Alter. Was soll ich ja ganz ehrlich gegen einige Sachen machen? Also ich habe so ein Gefühl, er, warte mal, warum hält er so viel weniger aus? Einfach so. Ich kann einfach ja versuchen zu freestylen erstmal. Das wüsste ich jetzt nicht. Da wäre es aber die Stimme hier von den einen Typen von Diamond is on Break with JoJo's Bizarre Adventure. Hier sehr Hando. Da! Ich glaube nicht, dass es nötig ist, hier denen jetzt zwei Lebensbalken zu geben. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, das ist schon ein bisschen krass. Yay. Mehr Magie. Eine Aufgabe ist es ja, beide zu erledigen. Ne? Ja. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ja, cool. Ja, wenn so oder so Leute sterben. Ich muss den mit angreifen als erstes, denn ich kontern kann. Ja,
Hat er aber auch gebrochen? Ja, ne. Ah! Schon wieder ihr Erfahrungspunkt an jemand anderen geben. Sterben war. Okay, was kann er denn hier machen? Hier sind nur Schwertkämpfer, auf die er losgehen kann. Ich kann einen von denen hier abschirmen, aber bringt jetzt auch nicht so. Okay, du willst 21 mal 2 machen. Cool. Okay, es sind nur Schwertkämpfer. Ich sag's nur. Waffendreieck und so, ne? Wieso habe ich die Leute hier alle wegplatziert, ey? Ich muss ja gucken, dass da irgendwie noch was ist, ne? Da. Ja, Schaden, auch cool. Du hast gerade mein Dings abgenommen. So, jetzt weich irgendwas aus. Irgendwer, irgendwas ausweichen. Nur einmal. Naja, kenne ich schon. Entschuldige, viermal? Doppelt Alfred ist klar. Was willst du ja machen? Auch alle meine Charaktere. Ich verstehe nicht, was ich hier machen soll. Das ist doch viel zu brutal, Mann. Ich habe auch keinen einen meiner Ritter hier. Cool. Okay. Er macht 44 Schaden. Kann ich eigentlich nur das hier machen? Ja, und dann was? Ich mache einfach nur mehr Leute hier, nehme ich an. Ja, ich nehme mal, wenn ich hier meine entwickelten Einheit hier rein schicke, dann wird das schon irgendwie klappen, ne? Zack, zack. Aber der war gut. Alle hier oben hin, nehme ich an, ne? Ich habe noch eine andere Idee, das funktioniert manchmal, aber da schaffe ich nicht mehr, bin ich schon zu weit entfernt, und zwar mit einem fliegenden Einheit hier abzulenken die Leute. Wo ist Citrin? Könnt ihn ja machen. Hm.
ist er schon mal aus dem Weg und dann können wir uns hier schön platzieren für die. Und dann müssen die trotzdem alle mit Einschlag erlegen. So, der Typ mit dem Tomahawk. Den kann ich doch bestimmt irgendwie anlocken mit irgendjemandem, damit ich schon mal so einen Schaden reinkriege, ne? Wenn er meine Charaktere nicht alle mit einem Schlag wegboosten würde, ne? Ach, was mache ich eigentlich? Ich habe doch... Ich habe doch hier meine Mönche, die alle den Schaden abblocken können. So, Geschicklichkeit 13. Niemand kann doppeln. Du kannst doppeln, aber du machst doch bestimmt keinen Schaden, ne? Aber so. Hey, cool. Er ist in Reichweite. Verdammt. Mein Gott, ey. Also mit dem Bossen haben sie ein bisschen übertrieben in dem Spiel, habe ich so das Gefühl. So, dann gehst hier hin. Ich platziere dich daneben, damit du mehr Schaden machst. Und setz Protection ein. Protektion, was auch immer. Und dann müssen wir die einfach im nächsten Schlag, im nächsten Zug hier einfach wegpusten. Zusammen. Ah, oh, konnte nicht mal erreichen. Oh. Hm. Das gibt's jetzt nicht, Mann. Wie soll ich denn das hier handhaben, Mann? Muss die irgendwie trennen, ja. Oh mein Gott. So, ich mache Folgendes. Wie Schaden machst du mir einen Langspeer? 6. Okay, 1, 2, 4 Bewegungen nur. 1, 2, 3, 4. Wenn ich dich dahin bewege. Ich gebe dir Feuer. Du bist nicht gedoppelt, ne? Ne. So machen, ne? Die billigste Art und Weise überhaupt, aber was soll man machen, ne? Und so und so, wenn wir Glück haben, wenn die ein bisschen aufgetrennt hier. So, hi, was geht, na? Dann nix an Schab, was ich mache. Alter. Nee. Was mache ich hier?
wenn er nicht her. Oh, der kontert ja. Ey, wie soll ich da machen? Das ist unmöglich. Und diesen ihn erstmal erledigen. Okay, sie macht deutlich Schaden, sehe ich gerade. Ich sage, für meine Charaktere müssten sehr viel stärker sein zu diesem Zeitpunkt. So, wie viel Schaden willst du machen gegen sie? 37 als 25, sie ist tot. Die Tatsache, dass ich jetzt zwei Dinger hier abziehen muss von denen, das ist echt nicht fair. Ich schaffe es nicht, den einen Typen so schnell wie möglich zu erledigen. Am liebsten ihn ja schnell erledigen, aber kriege ich nicht hin. Er ist viel gefährlicher mit seiner Kriegerachs. Kann alles doppeln. Das niemand wird hier überleben. Außer okay, eine Sekunde. Ich muss ich erledigen, ganz wichtig. So, hab ich das jetzt richtig gemacht? Ja. So, du bist sicher. Hm. 41% Chance, sie zu treffen. Muss den ja machen als erstes. Soll mal Lärmtröte. Das von uns, ne? Verdammt. Hau ihn einmal um, bitte. Das ist so frustrierend, ne? Meine Charaktere werden nicht stärker auf diese Weise. So, wenn ich Dings hier einsetzen, ne? Wenn ich Donnerschwert einsetze, wird es auch nicht auch gebrochen. Ja. Okay, sehr viele Koop-Schläge. Oh, der war gut. Der war sehr gut. Aber wird, glaube ich, nicht reichen.
Das Problem ist, das bringt alles nichts, weil der muss nur einmal angreifen können. Der muss am besten mal, wenn er ihn angreift, ne? Wir haben ja schon gesehen, er hält da nicht aus. Aber er hält das ja nicht aus, das ist das Problem. Den kann er ja alles angreifen, er kann all die Charaktere angreifen, die sind alle tot. Die ersten Angriffe auf Bedarf und Probleme zu verhindern, Chance in 80%. Okay. Dreck, habe ich einfrieren? Ja, ne. Habe ich nicht schon vorher dran gedacht. Aber dann ist er ja immer noch auf sie, ne? Geht er ja immer noch auf sie los. Ich kann ja eigentlich nur beten. Eine Geschicklichkeit hast du. Cool. So, sie überlebt hat, ne? Ne, tut sie nicht. Warum hast du schon wieder den Hammer ausgerüstet? Ich habe doch gerade gesagt, boah. Jetzt müssen wir eigentlich nur darauf hoffen, dass sie ihren Angriff überlebt, ne? Das ist alles, was wir ja machen können gerade. Ich meine, ich kann ihn einfach mal angreifen, ne? So, ich muss jetzt einmal ausweichen. Okay, aus irgendeinem Grund greift er lieber sie an. Ich nehme an, weil er sie brechen kann, ne? Okay, die KI ist strunzdumm. Das hilft natürlich auch. Cool. So jetzt natürlich auch, ne? Wenn die KI einfach nicht mitmacht. Ja gut. Dann haben wir ja eigentlich jetzt gewonnen, ne? Cool. Oh mein Gott, die Gegner, die sind ein bisschen übertrieben. Dann holt sich Lapis einmal, den ersten. Schwaden mit den drei, ja, ob sie mit denen ja trifft, ich glaube nicht, das ist ein bisschen zu zuversichtlich. Da kommen die ganzen Koop-Schläge her. Einfach. Wow. Muss einer Haut daneben.
Sie bekommt ein Killer-Level ab nach den anderen. Aber nicht, hat sie, ich glaube, sie hat nur einmal irgendwie einen kleinen Ausrutscher gehabt. Also eigentlich nur alle am Leben, ja, ne? Man so oft resettet, muss man immer nachschauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, genau. So, dürfte ja wohl nicht so schwierig sein, jetzt hier noch die paar P abzuziehen. Ne? Oh mein Gott, was? Ich weiß nicht, wo die ganzen Koop-Schläger auf einmal herkommen, aber ich nehme es gerne. Ich glaube, ich brauche mal nicht gerade. Uns lieber Erfahrungspunkte für unsere Heiler hier geben. Komm mal her. Einer und immer daneben. So, oh wow. Alter. 93%, ehrlich? Was, wenn ich dir mal eine rüberziehe, ja? Komm her. Ich mache mehr Schaden mit Korbstingen als mit einem anderen. Sehr cool. Ja, ich will meinen Hauptcharakter in Kill wieder. Okay, oh mein Gott. So, wenn die alle daneben gehauen hätten, hätte ich übrigens den nicht erledigen können. Dann wäre mit einer AP übrig gewesen. Oh Gott, die Bosse, ne? Die sind mir ein bisschen zu tough hier. Kann man übertreiben, ey. So, Helden der Oase. Mein Gott, aber lang. Aber wir haben es geschafft. Ohne Verluste. Jeweils ohne verzeichnete Verluste. Von der Frau wieder mehr so ein Fehlerkampf. Ich will deinen Ring und dich. ファーサム、それから弟もね。フォガートも黙ってて、ごめん。実は、トゥーラ砂漠で神竜様たちに声をかけたのも、わざとなんだ。どういうことです？騙すつもりだったんですか？逆だよ。あなたたちが本物なのか、信用に足る相手なのか、見極めたかった。邪竜復活の一大事の中、国を守るために。 星を追って決めてたんだ。銃を追って説明するね。私たちソルム王族は自国の安全を守るために定期的に各国に石膏を放っていたの。隣国イルシオンが邪竜を復活させたことは、早い段階で情報を掴んでいたわ。でも邪竜を倒すには指輪の力が必要で、指輪の力を引き出すには神竜の力が必要。 自分たちではどうしたって攻めに転じることができない。なら徹底的に守りに入ることにしたのよ。すでに異形兵も現れ始めてたから、そいつらをどうするかも含めて役割分担をしたの。役割分担。
まず母さん、スフォリア女王は城に残り、近づく敵は王城兵と共にすべて殲滅。各地の異形兵については兵を派遣。さらに自警団の結成を認め、見回り強化を行ったわ。俺は自警団として各地の異形兵を討伐。主にイルシオンとの国境付近を担当し、神竜を名乗る者が国に入った時は身分を明かさず接触。本物と判断すれば 城に誘導する役。でも黙ってた。それで最初は王子ということを伏せていたんですね。私も同じく自警団として各地の異形兵を討伐。さらに総援の勇者の指輪を持って放浪って感じね。ソルム側からどこかに救援を要請しようとは思わなかったんですか？求めたらこっちも助けないといけなくなるでしょう。冷たいかもしれないけど、私たちは国を守るので精一杯。 要請がない限りは他国に協力しないし、その代わりこちらから助けも求めないわ。なるほど。事情はわかりました。トロシム、サイティア、バウンス。königin Reiches getan。ソルム王家のやり方を責めるつもりはありませんよ。ich weiß, die haben hier eine Königin, aber 無事に神竜様が本物だと分かって、総援の勇者の指輪を渡せた後は、ソルムに託された、もう一つの指輪の場所を教える手はずになってるんだ。ソルムにも指輪が二つあるんですか？いや、sei auch nicht so überrascht. Ich habe sie auch für jedes Königreich hat einen zweiten. Weltveränderin. Könnte das sein? Dostano? Deswegen ist Ivy hier. Ich muss schon sagen, warum steht sie da? Er hat noch gar nichts gesagt. Okay. Ich habe schon darauf gewartet, bis Ivy irgendwie was sagt. Die hat irgendwie nichts gesagt die ganze Zeit. Okay, cool. Da ist Hortensia. Müssen wir im nächsten Kapitel wahrscheinlich fertig machen. Wahrscheinlich schließt sie sich uns dann an, ey. So, meine Charaktere sind alle so relativ 14, 13. Alfred nuckelt immer noch auf Level 13 rum. So langsam müssen wir uns aber mal darauf konzentrieren, einige Charaktere. Ich meine, sie ist schon relativ weit hochgelevelt. Ne, sie kam auf Level 18, ne? Und hat aber trotzdem schon halbwegs Erfahrungspunkte bekommen. Ich musste ja sie benutzen, ne? Sonst wären wir drauf gegangen. Ja. Das ist ein einziges Problem gerade. Sind sie bereit für super duper? Ich weiß es nicht. Ist der echt? Ist dein Schwanz echt? Ich sage der Würmgott, ich vergöttere Dachen. Wäre dieser Platz nicht angegriffen worden, würde ich zu gerne mit euch plaudern. Ich meine, wir können immer noch plaudern, ne? Im Somniel. Ein Dorf wurde angeboten, mir das Herrschung von Lampen zu zeigen. Das scheint wie eine würdige Betätigung. Ich dachte erst, die beiden werden verwandt, aber scheinen nur halt die gleiche Haarfarbe, halbwegs gleiche Haarfarbe zu haben, ne? Wir haben keine Zeit zu verlieren, örtlicher. Wir müssen schnell wie möglich diese Eindringlinge unschädlich machen. Ich groß bringt tätig den Wächtern bei. Cool. Den grauen Wächtern. Wenn wir die dunkle Brut besiegen müssen. Boah, ich hätte echt gern Bock, irgendwie mal Dragon Age hier auf dem Kanal zu spielen. Das wird so ein langes Spiel. Ja, wird so viel Bock machen. Ein BioWare-Spiel. Habe ich überhaupt schon ein BioWare-Spiel? Nee, ne? Ich tue die alle privat für mich gerade spielen. Ich spiele gerade Knights of the Old Republic. Also den ersten Teil. Ich habe vor, wenn ich damit fertig bin, den zweiten Teil zu spielen. Danach habe ich mir geplant, Dragon Age zu spielen. Origins, den ersten Teil. Baldur's Gate habe ich mir auch geholt.
Die waren alle im Angebot. Waren alle irgendwie so, weiß ich nicht. Unter 2 Euro oder so waren die im Angebot zu der Zeit. Natürlich zugegriffen. Ich habe irgendwie 4 BioWare-Spiele für unter 20 Euro gegönnt. Ich glaube, weiß ich nicht, 16 und 17 Euro. In den Spielen kann man hunderte von Stunden reinballern. Von daher ist das eine gute Investition, finde ich. Da musste ich halt zuschnappen, halt, ne? Hm. Ist jetzt nicht so, als fühle ich mich jetzt unterlevelt, ne? Aber die Kämpfe sind doch schon ein bisschen happig. Ich meine, das Kapitel davor, da war noch relativ chillig, ne? Wie schließt sich uns an? Flammen und Klamm haben irgendwie gar keine Daseinsberechtigung mehr, ne? So plotmäßig habe ich so ein Gefühl. Oase, cool. Nach dem Somnium muss ich auch noch alles machen, ne? Wenn ich ja fertig bin. Ja, wir brauchen eine Oase in unserem Somnium. Aber wir haben schon ein Schwimmbecken, ne? So, irgendwie hier ist was. Wo ist das? Hallo? Oh. Kartoffel. In dem Krug drin versteckt. Hm. Das geht auch für mich. Ja, ich glaube, du hast so 2, 3 Level bekommen, ne? Wer war überhaupt MVP? Habe ich gar nicht drauf geachtet gerade. Meins. Ah, ich habe auch kein Geld oder so bekommen, ne? Ich glaube, das bekommt man immer, wenn man irgendwie halt Königreich irgendwie befreit hat oder so, ne? Da ist ganz schon wieder kein Kamel oder so aufnehmen. Ja, ich glaube, sie war MVP, ne? Ich weiß es nicht. Hm. Was soll das überhaupt bedeuten? Ich weiß nicht, wie man das aufnimmt. Das ist ein Tier, einfach einstecken, mein Gott. Hm. Einfach ja random Sachen. Ich glaube, ich bin stärker geworden. Findet ihr nicht auch? So, kann ich wieder ein Tier nicht aufnehmen. Aber was soll's, ne? Ich glaube, ich muss einige Waffen hier hochleveln, aber ich habe kein Geld. Das ist ein Problem. Ich habe kein Geld, die irgendwie hochzuleveln, um mir halt einfacher zu machen. So, wir haben alles, ne? Erstmal zur Weltkarte, wegen Cutscenes und so, ne? Und dann machen wir im Somniel unsere Runden. Keine Cutscenes, alles klar. Und da ist schon wieder was Neues. Last von Solm. Level 17. Ja, langsam wird es ein bisschen happig hier. Was ist da erschienen? Irgendwas für Ike. Festung der Hoffnung. Erfahren Level 3. Für Emblem Ike. Eine Prüfung von dem Wurmgott. Ich weiß es nicht. Zum Somniel. Vielleicht durch ja echt die DLC-Chapters dann spielen. Wenn schon so heftig wird hier mit dem Level, ne? Vielleicht tue ich die doch irgendwie so nebenbei irgendwo reinpacken. Sonst komme ich irgendwie nicht mit dem Level. Man sieht schon, wie diese Trainingseinheit das irgendwie hier so ausgleicht, ne? Ich tue alle Charaktere. Der Flohmarkt hat nun geöffnet. Neue Karte, Laden, Flohmarkt, Laden, neue Klamotten.
Was macht denn zum Beispiel Heilung? Ich habe glaube ich alle Meistersiegel irgendwann mal reingezogen, ne? Die werden wir eventuell sowieso irgendwann alle brauchen. So, wo ist der Flohmarkt? Turm der Prüfung wollte ich auch mal abchecken, aber ich glaube, ich bin da sogar mal einmal auf Screen reingegangen und weiß nicht, die Gegner waren relativ stark irgendwie, habe ich so ein Gefühl. Ich habe irgendwie so mal geguckt, wie so ein Level aussehen würde. Und weil nicht, die Gegner waren relativ stark. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal ein DLC-Chapter, ich weiß es nicht. Wenn er wieder sich auf mein Level irgendwie so angleicht, wahrscheinlich. Ne? Und sonst wird das hier relativ schwierig mit dem Hochleveln. Oder ich muss einfach einige Charaktere halt schon mal in mein Team packen, die ich definitiv hier Klassen wechseln lassen werde. Wir schon mal hinter uns haben, damit wir schon mal einige starke Charaktere haben, ne? Popo Charaktere. Du hast was Grünes zu sagen. So, das ist fantastisch, aber ich mache mir Sorgen um den Platz von Sol. Wir sollten so schnell wie möglich wieder zurückgehen. Ja, ist ja schon gut, wenn du ja deinen ganzen Laden hier flexen willst, aber können wir bitte hier meine Mutter retten, die vielleicht hier gerade angegriffen wird? Was ist das für eine Animation? Trainingsplatz. Mal mit allen neuen Leuten hier reden, die irgendwie was Grünes zu sagen haben. Mal gucken, wie die aussehen. Göttlich, das ist euer Zuhause. Da warte ich geduldig, bis ihr euch für die Schlacht gerüstet habt. Sie hat irgendwie so eine Goff, ja nicht Goff, aber irgendwie so eine Gruselkabinett-Klamotte. Da muss es doch auch seltene Viecher geben. Ich würde ja suchen, aber ich mache mir zu viel Sorgen um den Plast von Sol. Was ist denn der Flohmarkt? Flohmarkt? Hier? Anna, hast du einen Flohmarkt geöffnet? Da. Hat sie tatsächlich. Sehr cool. Sie werden so schnell erwachsen. Der Flohmarkt hat nun geöffnet. Wir haben neue Waren zu bekommen, du wirst diese tollen Sachen doch nicht verpassen wollen. Ja. Oder auch nicht. Ich dachte, Anna hat jetzt irgendwie was errichtet. Für den Flohmarkt findest du Items, die es in normalen Läden nicht zu kaufen gibt. Das Angebot ändert sich genauso. Ändert sich. Schau es regelmäßig vorbei. Wann ändert es sich? Ach, Geschenke brauche ich nicht. Na gut, dann war es das. Wir gehen mal in die Arena. Ich werde es sowieso vergessen. Ich hole mir mal ein paar Ringe hier. Und zwar von Radiant Dawn. Ne, Path of Radiance. Was eigentlich auch alles Charaktere sind, die ich kennen müsste. Weil alle Charaktere in Fire Emblem 9 kamen auch in Fire Emblem 10 vor. Also müssen ja alles Charaktere kommen, die ich kenne. Gold. So, Shenron zum Beispiel. Scharfschütze, keine Bewegung, kein. Ne, was hat er noch mal gesagt in der Cutscene? No hesitation, just a flowing motion. Das war nicht richtig, aber egal. So, Lev, erste Laguts, was die Bestien Leute in Path of Radiance und Radiant Dawn sind. Sorin, der Stratege von Grails Söldnern, also als Söldner-Einheit.
Grail ist den sein Vater, deswegen Grail Söldner Ranulf. Ich habe der Kommandant von der Lagus Armee. So, Mia, Best Girl. Im 10. Teil war sie schon Mitglied, aber ich glaube, im 9. Teil hat sie sich erst den Söldner angeschlossen. Titania, die Co-Chefin von Grail Söldnern. Nochmal Titania. So ein Platin. Nochmal Titania. Mein Gott, bis ich hier mal irgendwie Platin kriegt, ne? So, Gatri. Mitglied von Great Söldner. Tun wir Nummer 3. Ja. Ranulf. Gatri. Da kommt schon ein neuen. Oder eine neue. Oh ja. Hey, da ist der Charakter, den ich erwähnt habe im letzten Part. Hier. Der Charakter, der Mist hieß im in der englischen Version, aber umbenannt worden ist. Damit sie in Deutsch nicht Mist heißt. Oh ja, und Ikes kleine Schwester übrigens. Ich glaube, das ist wichtiger, ne? So, unten brauche ich auch mal 15 auf. Ja, Cordelia. Die Perfektionistin. Boom. Naui, die Malaketin. Ich sag aber, das erste, was mir bei den Charakteren anfällt. So, Hector. Boah. Den gibt es, glaube ich, auch als Ring. Sie hat sich voll gefreut. Ninian, okay. Ich glaube, wir werden nicht darum herumkommen, im nächsten Kapitel ein DLC-Kapitel noch zu machen. Einfach nur, weil ich Training brauche. Meine Charaktere sind hoffnungslos unterlevelt. Ist schwierig, ne? Eigentlich war es nicht so schwierig, wenn ich so darüber nachdenke. Und die Bosse waren am Ende das Heftigste. Die Bosse waren definitiv das Schwierigste. Wie sieht eigentlich hier aus? Oh Gott, ich habe gar nicht so viel Zeit, Mann. Ich habe gar nicht so viel Zeit hier noch. Also als Chloe, Fram, haut rein. So lange hat gedauert. Anime-Spiele und Essen. Was soll diese Faszination? Warum gibt's zwei? Was? Auf so etwas Glitschiges. Okay, ich würde sagen, die nächsten Supports schauen wir uns auch beim nächsten Mal an. Ich will jetzt hier neu in die Arena ganz schnell. Und dann reicht das auch für heute. Nur zwei, weil nicht 1,25 Minuten Parts. 1 Stunde 25 Minuten. Und dann reicht das ja wohl, ne? So, Arena, gute Frage, ne? Wen schicke ich in die Arena? Ich meine, Alfred. Alfred hat irgendwie Probleme, ja?
Schicken wir mal Ike rein. Stärke und Verteidigung, ja bitte. Zerstören. Warte mal, Waffen. So. Weiß auch nicht, ob die da reingenommen werden. Passt da irgendwie nie auf. Und er hat gar nicht Ike ausgerüstet, sehe ich gerade in der Arena. Macht Sinn, ne? So, John. Ran. Oh nein. Nee. Also bei 62% hätte ruhig ein paar Mal daneben hauen können, Kollege. Ach ja, die Gespräche habe ich ganz vergessen. Ja, der wird ja wohl nicht gegen irgendjemand antreten, bei dem der irgendwie weit nicht. Komm her, Bruder. Autsch. Klingt so schmerzhaft. Die Gefahr auf, dass er nochmal gegen sie kämpft und keine Supportpunkte bekommt. Hallöchen. Ja, manchmal können die auch gegen links antreten. Das ist schon mal passiert. Ich merke gerade, Alfred gegen Dimitri. Ehrlich, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Nein, du verstehst nicht. Ich bin du. Ich bin du, nur cooler. Gib mir nur 5 Jahre. Und eine Augenklappe. So, den Rest mache ich dann auf Screen. Angel, Krafttraining, Stall. Ja, gut. Aber mein Gott, dieser Part ist schon lang genug. Irgendwann reicht es doch auch mal, ne? Gut, dann würde ich sagen, es war's für diese Folge. Ich bedanke mich für jeden, der hier vorbeigeschaut hat. Und mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Yeah.